Ja, ein herzliches Willkommen zu Skyrim. So, wir sind im letzten Part ja hier in Einsamkeit angekommen und haben angefangen, uns hier umzugucken. Als kleiner Empfang wurde uns eine Hinrichtung präsentiert, was natürlich sehr toll ist. So, und jetzt geht's natürlich weiter mit der Erkundung. Gut. Okay. Ah, hier ist deren Küche. Haben wir was? Nö. Ein Keller. Okay. Hübsch, hässlich. Ah, nee, gut. Ist ja gut. Hier einfach hinter uns auf. So. So, was haben wir denn? Aha, hier haben wir ein. Achso, eine Haube. Okay. Ja, ich gucke mich ja nur um, Madame. Hübsch habt ihr es aber auf jeden Fall hier. Und ihr seid so gebildet, ihr habt so schöne Bücher hier. Den Stärketrank will ich ja gar nicht. Und den Ausdauer auch im Moment nicht. So, aber hier ist weiter nichts Gescheites. So, dann gucken wir mal hier. Oho. Hier schläft bestimmt die uns den Auftrag gegeben hat. Aber hübsch. Naja, Einsamkeit halt, ne? Bringt uns das was? So, ich mach mal jetzt etwas kürzer. Ich glaube nicht, dass uns das was bringt, aber naja. Etwas Bildung tut immer gut. Auch wenn es nicht wirklich Bildung ist. So. So, wir nehmen natürlich nicht mit. So. Echt hübsche Wohnung, muss man lassen. So, dann gucken wir uns auch noch das hintere Zimmer hier an. Oh. Oh, hier ist das Geschäftsbuch. Okay. Eine Truhe. So, ja. Echt schön. Darf ich wieder raus? So, danke schön. Ich gehe schon wieder. Hui. Huch. So. So, wie lange braucht sie? Ich finde das immer wieder nett. So, dann gehen wir mal wieder raus. Es warten ja noch weitere Gebäude, die wir absuchen dürfen, können, wollen, müssen. Vielleicht. Oh, ich hätte auf die Uhr gucken sollen. Oh. So, dann. Die scheinen aber recht ruhig zu sein. Deswegen machen wir mal 12 Stunden. Dann haben wir 8:30. So, ich hoffe, es war jetzt noch nicht so weit vorbereitet vom Spiel, vom Zufallsgenerator. Ich habe Arbeit für euch, falls ihr interessiert seid. Nein, danke.
So, die kommen jetzt. Ihr könnt doch sicher den einen oder anderen Septim entbehren. Hab dir schon. Ich bin gerade etwas beschäftigt. Ich muss mich um alle möglichen Botengänge kümmern. Die Göttlichen haben mich von der Straße geholt. Und sie können auch euch von euren Prüfungen erlösen. So. Ihr scheint mir der abenteuerlustige Typ zu sein. Und behüten. Ich wette, wir sind verwandte Seelen, ihr und ich. So. Ihr wart bei Rockwears Hinrichtung. Wirklich eine unschöne Angelegenheit, Rockwears Hinrichtung. Mag sein, aber notwendig. Meine Cousine Fura ist gerade jetzt irgendwo draußen in Himmelsrand und kämpft gegen Ulfric Sturmmantel und seine verdammten Aufständischen. Wäre Rockwear nicht gewesen, wäre das gar nicht nötig. Und meine Tante hätte sich um ihre Tochter keine Sorgen machen müssen. Okay. Warum haben sie ihn hingerichtet? Haben wir ja schon gehört eigentlich. Ihr wisst es wirklich nicht? Er hat Ulfric Sturmmantel aus Einsamkeit entkommen lassen. Ulfric reitet hinein, ermordet den Großkönig und Rockwear lässt ihn einfach davonreiten. Aha. Wie kann man sich davon ablenken? Mag sein. Ach, okay. Wäre Rock. Und meine Tante hätte sich um ihre Tochter. Oh, ja, ihr ja. Wisst es. Er hat Ulfric Sturmmantel aus Einsamkeit entkommen lassen. Ulfric reitet hinein, ermordet den Großkönig und Rockwear lässt ihn einfach davonreiten. So. Wie kann man sich davon ablenken? Die meisten gehen hinüber in den zwinkernden Skeva. Wenn ihr keine Musik hören und nichts trinken wollt, könnt ihr wenigstens mit Corpulus sprechen. Er weiß immer den neuesten Klatsch. Aha, okay, danke schön. Ihr seid sehr beschäftigt, nicht wahr? Dann bis später. Ja, beschäftigt. In der Art und Weise, dass ich hier alles ablaufe. So, dann gehen wir in den zwinkenden Skeva. So, mal sehen, was hier so rumkreucht und fleucht. Aha. Na, kommt eine Unterhaltung? Tag. Gulum Ei. Hi. Ich habe mit euch nichts zu schaffen. Lasst mich in Ruhe. Geht weg. Ich habe im Moment Wichtigeres zu tun. Aha. Trinken. Es war eine gute ich mag Musik. Fremde nicht. Laute Kunden bedeuten gute Stimmung. Und gute Stimmung bedeutet eine volle Kasse. Wisst ihr, ich sollte in den Ruhestand gehen. Dann könnt ihr den Skeva übernehmen, Sohn. Ihr würdet eure Zeit bloß weiter hier verbringen, mich herumkommandieren und weitere Getränke bestellen. Ihr seid doch praktisch jetzt schon im Ruhestand. Ich könnte den Skeva führen. Ihr habt sogar gesagt, dass ich fast so schlau bin wie ihr. Seid kein albernes Mädchen. Eine Taverne zu betreiben, das ist nichts für eine junge Dame. Was ist mit Tantchen Falda in Drachenbrügge? Sie hat eine Taverne und ihr habt gesagt, dass sie eines eurer Lieblingsmädchen ist. Ha! Oh, Bruder. Das reicht. Ich gehe nicht in den Ruhestand. Niemals. Ende der Diskussion. Erst will er, dann will er nicht. So, hallo du. Na? Es scheint immer mehr zu tun zu geben. Wer hat in Einsamkeit das Sagen? Jarl Elisef, die Liebreizende. Arme Frau. Ihren Ehemann und König so zu verlieren. Das war ein schwarzer Tag für uns alle. Verdammt, das erinnert mich daran, dass ich ihrem Vogt Falk Feuerbart noch etwas liefern muss. Er hat eine besondere Flasche Rum von Stross Mackay bestellt. Die Lieferung kann ich dann mal abliefern gehen. Kein Problem. Das würde mir eine Menge Ärger ersparen. Hier. Bringt das zum Blauen Palast. Danke schön. Ihr wart bei der Hinrichtung, nicht wahr? Ja, das wollte ich mir ansehen. Ich weiß nicht, ob sie das Recht hatten, ihn für das hinzurichten, was er getan hat, aber eines sage ich euch. Es hätte keinen netteren Menschen treffen können. Das hört sich aber sehr hartherzig an.
Hör zu, Rockwehr und ich sind miteinander aufgewachsen. Wir beide, noch ein paar andere und Vivienne. Vivienne Ohnes. Ich weiß nicht wieso, aber eines Tages erzählte ich Rockwehr, dass ich sie mochte. Das war wirklich dumm von mir. Denn von da an hat er sich andauernd über mich lustig gemacht. Von diesem Moment an hat er mich jedes Mal, wenn Vivienne und ich uns irgendwie nahe kamen, unbarmherzig gedemütigt. Er schlug mich zusammen, schüttete mir Met über den Kopf, alles, womit er davonkommen konnte. Einmal schmuggelte er sogar einen Bienenkorb in mein Bett. Sicher, wir waren Kinder, aber seine Unreife oder Grausamkeit hat Rockwehr niemals abgelegt. Wenn also die Leute sagen, er sei ein ehrenhafter Nord gewesen. Dummes Zeug. Okay, danke schön. Ich hatte sowieso nichts mehr zu sagen. Ja, richtig. Hallo, na? Willkommen im zwinkernden Skewa, mein Freund. Weshalb heißt diese Taverne zwinkender Skewa? Nun, als kleiner Junge hatte ich einen Skewa als Haustier. Und er hat immer gezwinkert. Aha. Ihr hattet einen Skewa als Haustier gehalten? Damals waren sie noch kleiner. Ach so, okay. Wo erfahre ich mehr über Magie? Magie? Da seid ihr hier am falschen Ende von Himmelsrand. Ihr müsst nach Winterfeste, zur Akademie dort. Da wird Magie gelehrt. Mhm. Ansonsten könnt ihr euch auch an den Zauberer des Jarl wenden. Ich würde das aber nicht. Okay. Habt ihr in letzter Zeit Gerüchte gehört? Varnius Junius kam auf seinem Weg zum Hof hier vorbei. Er war wegen irgendetwas besorgt. Falk Feuerbart kann euch sicher sagen, was es ist. Aha. Habt ihr noch weitere Gerüchte für mich? Ich glaube, die Bardenakademie sucht neue Schüler. Redet mit Viamo, dem Oberhaupt der Akademie, wenn ihr interessiert seid. Mhm. Habt ihr in letzter Zeit weitere Gerüchte gehört? Die Leute sagen, dass in den Straßen beim Blauen Palast ein Mann umherstreift. Er wirkt verzweifelt, aber seine Worte ergeben nicht den geringsten Sinn. Gibt's noch welche? Ich wurde nur ein bisschen weggedrängt. Es tut mir leid, aber ich wollte nicht unhöflich sein. Ich habe gehört, dass Jari Ra im Brunnenbezirk ist, um neue Leute anzuheuern. Aha. Noch was? Es heißt, es gäbe in Rifton jemanden, der Gesichter verändern kann, so dass man ganz anders aussieht. Könnt ihr das glauben? So ungefähr. Gut. Dann haben wir alles. Danke. Denkt an den zwinkernden Skewa, wenn ihr das nächste Mal wunde Füße habt. Ja. Werde ich. Na? Hallo, du? Guten Abend. Ich bin Panthea Ateia, die Meistersängerin. Was macht ihr hier in der Gegend? Ich bin Bade von der Badenakademie in Einsamkeit. Wanderer wie ihr sollten in Betracht ziehen, sich dort zu bewerben. Aha, ihr braucht neues Material höchstwahrscheinlich, ne? Ich soll Ihnen erzählen, was ich erlebt habe. Gut, danke. Jetzt könnt ihr erzählen, dass ihr die talentierteste Badin von ganz Himmelsrand kennt. Oh, toll. Jetzt kann ich mir was drauf einbilden, hm? So, hallo, na? Ihr könnt euch gerne etwas wünschen. Verdient man als Bade genug? Oh, nein. Aber ich bin von guter Musik, guten Getränken und guten Freunden umgeben. Mehr kann man sich nicht wünschen. Ach so, okay. Was redet man so in der Stadt? Wenn ihr Gerüchte wollt, seid ihr bei Corpus am besten aufgehoben. Ich habe aber einen Besucher gesehen, der auf dem Weg zum Blauen Palast war. Aha, okay. Ihr seid also ein Mitglied der Badenakademie? Nun, ich bin eine Absolventin, ja. Ich arbeite hier im zwinkernden Skewa. Die Akademie kann ich aber nur empfehlen. Sprecht mit Viamo, wenn ihr interessiert seid. Na, okay, danke schön. Vielleicht solltet ihr hier übernachten. Corpulus führt ein sauberes Gasthaus. Ja, das schaue ich dann mal.
So, hallo, du? Das Befiedern gefällt mir. Es ist schwierig und manchmal eintönig, aber ein guter Pfeil trifft, als hätte ihn ein wütender Gott verschossen. In unruhigen Zeiten gibt es nichts Besseres als ein schönes Lied, um die Stimmung zu heben. Ja. Ah, noch ein neues Gesicht. Ich komme aus Hammerfell. Ich kann kaum noch den Überblick über die Leute behalten, die ich schon getroffen habe. Ihr seid also weit weg von zu Hause. Ja, aber ich werde noch länger in Einsamkeit bleiben. Fihadas Fähigkeiten als Pfeilmacher haben mich hierher geführt. Ich wollte lernen. Und es gibt noch viel in Himmelsrand zu sehen. Ich habe von einer Stadt namens Windhelm gehört, die fast komplett weiß ist vor lauter... wie heißt es nochmal? Ach ja, Schnee. Und weit im Westen liegt eine Ruine. Wolskigge. Dort drin soll es eine Mauer geben. Schwarz wie die Nacht. Und sie spricht. In der uralten Drachensprache. Es gibt Wunder an diesem Ort, von denen ich nie zu träumen gewagt hätte. Aha. Ich bin schon weit gereist. Ich war in Helgen... Wo hat der Drache angegriffen? Wir haben Gerüchte gehört über Tote und Feuer, das vom Himmel kam. Aber nichts Handfestes. Die Gerüchte sind alle wahr. Dann werden wir wohl bald köcherweise Pfeile verkaufen. Mit einem Schwert richtet man gegen einen Drachen nichts aus. Das ist teilweise wahr. Gut, danke schön. Es ist schön, mit einem anderen Reisenden zu plaudern. Ja, und... Ihr könnt euch gerne etwas wünschen. Ja. Und wie es dann weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Schön, dass du dabei warst. Schön wäre es, wenn du auch im nächsten Part dabei sein würdest. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, viel Spaß und bis denne dann. Tschüss.